So, willkommen zurück hier auf dem Kanal von Cresenio. Ja, es geht wieder weiter. FIFA Koop mit Demo. Hallöchen, Liga 4. Ja, überragend. Oder unterragend, je nachdem, man weiß Beides, es noch nicht. beides, beides wahrscheinlich bei unserer Qualität. Also wir haben uns jetzt, oder es wurde auch in den Kommentaren, wenn man so ein bisschen durchgegangen ist, wurde Chile vorgeschlagen, ja. Aktueller Copa America-Gewinner. Erstmaliger Copa-Gewinner auch, ne? Genau, im eigenen Land. Ja, das, was Sensationell. Brasilien im eigenen Land gerne hätte, weil das Lustige ist, wir haben heute den 8. Juli 2015. Und ich wette, jeder weiß noch genau, wo er vor einem Jahr war und was er genau oder wo er geguckt hat. Du Ach doch bestimmt so. auch, ne? Ach so, da war das WM-Finale? Heute vor einem Nee, Jahr? Nee? das war da nicht. Es Ach, das war. 7-1 war heute vor einem Genau. Jahr. Ach so, weil ich bin nämlich der Meinung, dass der WM-Titel 1990, ich dachte erst, du wolltest darauf hinaus. Der ist nämlich, der jährt sich, glaube ich, heute auch zum 25. Mal. Exakt, Ja, exakt. sensationell. Und das Ja. Spiel um Platz 3, bei der WM 2006 ist auch damals Wo gewesen. du es gerade sagst, ich habe mir erst vor, wann war das? Vor 5, 6 Tagen, irgendwann, wo es so heiß war, habe ich mir abends einfach mal die Mühe gemacht und das Video gibt es ja auf YouTube, das komplette Spiel zurzeit. Keine Ahnung, und habe mir einfach nochmal die erste Halbzeit gegeben. Es macht einfach so Bock, sich das Ja, Spiel nochmal das ist so anzugucken. phänomenal. Ja. Das also kann ich jedem nur empfehlen, der jetzt dem irgendwie langweilig ist oder der nochmal das durchleben möchte, guckt euch das einfach an. Und wenn ihr schon wisst, was passiert, ist es eigentlich noch viel lustiger als damals das Live. Es ist halt anders, aber hat trotzdem seinen Nicht Reiz. Ich kann schlechter, es verstehen, ja zwangsweise. genau. Weil man weiß genau, jo, jetzt kommt das 2-0 und dann direkt 3-0, 4-0 und die Brasilianer Was für fallen ein halt steiler komplett Aufstieg und auseinander. gänzlich neues Sehr Flair des witzig. Spitzenfußballs für sich. So, also Liga 4, wir hoffen mal, dass wir jetzt einfach Ja. wesentlich Die besser Anforderungen werden mit immer Dreierkette kleiner. agieren So wir. manchem Ja. Verein hat die So wie plötzliche Chile das Stellung auch auf dem macht Kopf und entspricht ja, eben. natürlich unserem sensationell fähigen Verteidigungsstil. Ich habe die Kommentare auch gelesen beim letzten Video. Also Was ich ist das denn hab's schon wieder? eigentlich Hallo! jetzt. Uiuiui. Ich habe gelesen. Irgendwie, du sollst genauere Pässe spielen und ich soll nicht so viel rumdaddeln und dann immer den Spielern die Schuld geben. So nämlich. Das werden wir heute mal umsetzen. Wieso hat jetzt einer Also. gleich von uns gelb? Das ist ja schon eine. So, also so Sanchez. präzise. So, der kann laufen, der ist schnell. Der war der Man of Und the ich laufe Match von unten, der ich komme Copa. unten, ich komme unten. Ja, dann nimm an und. Du kannst auch noch annehmen! Lol, der Schuss war ja eher jetzt nicht Copa-Gewinner-like. Was ist da los? Ja, der Sanchez ist sensationell. Ich hab aber tatsächlich nur das Eine Finale gesehen wichtige von der Ballerobung im Copa. Das Mittelfeld. habe Da ich hast mir du mehr gesehen angeguckt. als ich. Also ich habe nur immer im Live-Ticker diese schlechten Elfmeterschießen. Ja, das Finale lief ja zu einer relativ humanen Zeit um Toro 22 Uhr. Die anderen Spiele waren ja meistens nachts. Da, in der Woche ist das immer schwierig und am Wochenende habe ich es dann teilweise auch verbaselt. Ich fand die U21 hier eben halt auch spannend und beziehungsweise ja, Frauen habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ist sehr viel los. Der Gold Cup hat auch angefangen gerade. Ja, und die U19 läuft auch jetzt gerade. Also man soll nicht sagen, es sei kein Fußball da. Die Frage ist natürlich, wie sehr ficht einen das dann immer an. Also. Heute habe ich gelesen, dass es wieder ein sensationelles Ergebnis gab bei den U23 Olympia-Qualifikationen. Im ozeanischen Verband, da hat Mikronesien gegen Vanuatu 0:46 verloren. Ja, das ist tatsächlich, das habe ich auch gelesen. Das ist. Die anderen Spiele gingen irgendwie 0:30 und 0:38 aus gegen Fidschi und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, wenn du das noch weißt. Was mache Ey! ich denn? Nein, 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 nein. Oh, Boah, das wäre das schon wäre aber, glaube gespielt ich, auf gewesen. deine Kappe gegangen. Erstmal wieder ganz normal, meine Kappe. Wir spielen schon wieder gegen PSV Eindhoven. Haben wir doch schon mal gespielt, ne? Sicher? Ich Kann meine, sein. ist Kann ja auch egal. sein. Sehr beliebte Mannschaft hier anscheinend. Ja, Ja. jedenfalls, die sind aber nicht irgendwie bei der FIFA akzeptiert. Deswegen zählt das nicht als Weltrekord für den Bin aber gespannt, höchsten ob sie das schaffen. Ja, ein Pflichtspielsieg. Das ist immer Pflichtspiel, noch das Niederlage. Ja. 31 zu 0 von Australien gegen Genau. Samoa irgendwie. Genau das. Guck mal. Jetzt wird es. Da könnte passen. Ah. Und er verfehlt das Ziel. Eieiei.
Das war eine gute Chance. Ja, also Chile finde ich bisher gar nicht so schlecht. So, die sind Captain relativ. Schwitz hat da gefehlt, Cousinho, im Ja, Abschluss. den muss ich mir eigentlich auch noch mehr aneignen. Wobei man Jetzt! sagen muss, Ja, ran! Was? Was pfeift er denn jetzt? jetzt greift er den Vorteil. Ich meine, das Problem ist, Spiel direkt, spiel direkt, spiel ja, direkt! Nice! dass wir halt viel Flanke! zu selten mal. Also, ich zocke ja eigentlich im Moment nur mit dir. Ja, geht mir ähnlich. Von Andersherum. daher wird unser Skill eigentlich nicht besser werden. Aber dafür müssen wir halt andere Prioritäten an. Cousinho Nein! aus Liga 4, du. Da sind wir gut aufgehoben. Ich spiele ab und an nochmal, wenn ich stream, aber ich habe jetzt auch länger kein FIFA gestreamt. Dann spiele ich ja auch gerne mal ein Ründchen Koop zwischendurch mit den Leuten da. Aber wenn du dich da noch nicht mal absprichst, dann wird es echt schwierig teilweise. Also, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. So wie wir halt jetzt zumindest zu quatschen. Wobei, wenn man halt die ganze Zeit über was anderes quatscht und sich nicht aufs Spiel konzentriert, Richtig, dann dann wird ist es das. schwierig. Der Schiedsrichter, finde ich, ist ein bisschen ja zu pingelig. Also, ich weiß auch nicht, warum der schon mal da gelb gegeben hat. Ja, ansonsten ist natürlich das Sommerthema schlechthin Transfers, Transfers, Transfers. Jeden Ja. Tag liest man was anderes. Ich weiß noch nicht, mit welchem Verein wurdest du in Verbindung gebracht? Ich, ja, mit Wacker Burghausen zuletzt, Okay. aber das hat nicht geklappt. Nee, sonst habe ich nur gelesen heute Kurani zurück nach Deutschland, Fragezeichen. Ja, der will angeblich nach Hannover. Genau das. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen. Kurani wieder in der Bundesliga, das wäre das irgendwie Habt auch ihr ein so. neues Team fällig, oder? Ja, das sowieso. Und der ist ja auch immer Thema. Also der polarisiert ja irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber eigentlich ja schon immer. Ansonsten Top-Transfers Trapp jetzt halt zu PSG, ne? Ja. Also man muss halt bedenken, wir nehmen das jetzt auf am Mittwochnachmittag. Da hat sich natürlich bis zu dem Montag jetzt schon wieder einiges getan. Da ist natürlich in der Zeit, hat Marcel Janssen sein Ende vom Karriereende nochmal zurückgenommen Zurückberufen, und genau. spielt jetzt plötzlich doch wieder bei den Bayern. Das ist natürlich nicht zu vergessen. So, ich lege das mal in deine Hände hier. Ja, Jawohl! jawohl! Da ist das Da ist Ding! das Dingen. Eiskalt ausgekontert in dem Fall. Überfallartiger Angriff über die rechte Santos, Seite. sensationell. Und dann eiskalt abgeschlossen, Vollspann ins lange Eck von Fuenthalida. Geil. So Und sieht's aus. Ines Bahic war für mich auch ein Sensationstransfer. Ja, schön zu Hamburg. Die haben sich auch gedacht, komm, wir müssen irgendwas Großartiges machen. Wir brauchen mal eine Skandalnudel, Zeit Genau. wird. Aber angeblich ist er ja geläutert. Weiß ich nicht, es gibt so gewisse Charaktere, die sind einfach nichts. Ich meine, Bahic hat bei Leverkusen ja gute Leistung gebracht, das ist unbestritten, aber Zum Torwart. genau. Das ist so genau wie Bendtner oder so. Das sind alles Leute, die können zwar spielen, aber irgendwie, das kriegst du aus denen nicht raus. Du kriegst den Jungen von der Straße, aber die Straße nicht aus dem Jungen. Ja. Es geht so in die Richtung. Scheiße. Chill. Super gemacht vom Abwehrspieler, wie er diesen Angriff Ja. unterbindet. Der war zu Der überraschend, was Mitte du da von von links unten geht. auf einmal. Meter auf Aber links. holen wir uns den halt nochmal zurück. So. Sanchez, der kann mal für den Mark laufen. Oder? Ach! Hab ich wieder zu lang rumgedödelt. Aber da war auch, weiß ich nicht, hätte ich zurückspielen müssen? Ah, Man weiß es nicht. nee, nicht unbedingt. Da wollen wir einfach jetzt nur ganz relaxed mit der Führung in die Pause gehen. Das, Ja, wir spielen das sauber runter wie immer eigentlich, ja, oder? so kennt man Das das. kennen wir uns. Boah. Schon fast wieder geklingelt, ey. Junge, Junge, was gibt's denn noch an Transfers? Ich bin jetzt selber gerade. Gab's Ja gut, irgendwas? das Lustige ist ja, dass Barcelona zwei Spieler verpflichtet hat, die aber irgendwie Ja, wie machen die das noch gar eigentlich? nicht spielen können. Er hat ja, genau. Bis wann denn eigentlich? Turan? Ja, Arda Turan und Alexei Vidal, die können bis zum 2016, Anfang 2016 können die nicht spielen. Ich glaube, der heißeste Name immer noch ist Pogba zurzeit, oder? Der so durch die Gerüchteküche geistert. Bin mal Ja, gespannt, ob der ansonsten. wächst. Ich denke schon. Ah, vielleicht kriegen wir noch mal. Ach, scheiße. Ansonsten die alternden Stars hier, Gerard und Pirlo. Pirlo, sind ins Amiland ge. Ja, entweder Amiland, Emirate oder China. Das ist ja so eigentlich der Weg, den du dann noch gehst, um ein bisschen Kohle abzugreifen. Außer Stefan Effenberg, der ist damals nach Wolfsburg erstmal gegangen.
Aber das ist ja jetzt eher die Adresse für ambitionierteren Fußball. Zwischen, ja. Gespannt, was Max Kruse da reißt. Oh Mann! Der hätte Gute durchkommen Übersicht. können, der Im Pass. richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Was? Ich kann doch mal Körpereinsatz gelten lassen. Ja, ein Zeichen setzen, sagt der Buschi auch. Ansonsten. Bin sehr gespannt. Achso, da haben wir schon mal drüber geredet, ne? Auf Wolf Fuß und Buschi dann im, zusammen. Ja, das Über wird 16. lustig werden, glaube ich. Ah, schade. Verdammt. Ansonsten, Gündogan hat jetzt verlängert auf ein Jahr. Ach, Hat scheinbar stimmt. nicht allen Dortmunder Fans gefallen bei der Eröffnung hier gegen Team Gold oder was, gegen die Olympioniken, wo sie ja 17-0 gewonnen haben. Ja. Und gab es dann auch vereinzelte Pfiffe. Ja, was sagst du denn als Dortmund-Anhänger? Also. Gespannt. Pfeifst, stellst du dich auch in die Kurve und pfeifst? Nee, weil dafür. Das sagen wir mal so, das Ganze ist ja, glaube ich, nur wieder, weil es über die Medien total scheiße rüberkommt. Ich meine, angeblich, ich meine, wahrscheinlich müssen sie das sagen. Vorteil auch noch für die. Kann ich jetzt aber nichts für. Ich hätte direkt X gedrückt, aber der hat den Ball erstmal nach vorne Weil an. man weiß ja nicht, wie das intern abgelaufen ist. Da sagen alle, es war okay, man weiß es nicht. Also, ich meine, er hat jetzt letztlich verlängert und qualitativ braucht man ja nicht drüber streiten. Ist er ja, hat er ja seine, wenn er wieder wirklich fit ist und jetzt, dann hilft er ja dem Verein. Und ja, gut, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie das dann nächste Saison weitergeht. Das Lustige finde ich ja vielmehr, dass jetzt kaum, dass der Vertrag verlängert wurde, schießt einfach. Boah, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey, der Vargas, ey. Dass der angeblich AC Milan plötzlich hier für 30 Millionen ein Scheiße. Angebot auf den Tisch. Da kommt der Ball immer hin, ne, wenn er geklärt wird. Oh, sehr schön. Gut gemacht. Na, ich hab doch schon direkt gedrückt. Ich Kacke. wollte ihn eigentlich auch direkt lang schicken. So wie er jetzt, aber den hat der Torwart. Ja, ich hätte mich sehr über einen Gündogan-Wechsel gefreut, tatsächlich. Weil der VfL Bochum dann noch eine Ausbildungsentschädigung gezahlt bekommen hätte wieder. Der kommt ja aus der Bochumer Jugend und da kriegen die immer noch Kohle für, wenn er weiterverkauft wird. Och Mann! Mein Gott, ey, das ist ja schon wieder Chancentod, ey. Es rächt sich gleich wieder. Ich sag, das Spiel geht 2-1 gegen uns. Oh, schön! Schön den Rasenmäher Kommt rausgeholt. der Medell wieder raus, ey. Das ist auch eine Kante, der Typ, ey. Der Pitbull, ey. Ja, ah, die Chilenen, du. Die sind irgendwie, weiß ich, ich hab's denen gegönnt. Wobei man ja sagen muss, diese Aktion da von diesem Mainzer Spieler da, der den Cavani da provoziert hat und dem dann den Finger in den Arsch gesteckt hat, finde ich jetzt auch nicht so dolle. Kann man mal machen. Müsste kein Abseits sein. Kann ich Ist es wetten? aber. Oh, was? Ich hätte echt gedacht, das wäre keins. Das, ja, dann läuft er immer so behindert dahin. Ne? Die Abseitspässe sind ja immer sehr willkommen bei FIFA. Ups. Gut. Hey! Der Torwart denkt sich auch, komm. Bravo. Bravo, ja. Bin mal gespannt, ob der jetzt, der hat ja sich mit dem Verein, mit Barcelona so ein bisschen irgendwie angelegt gehabt, ob der jetzt dadurch. Ja, gute Chancen für Ter Stegen dann, ne? Oh nee. Oh nee. Puh. Oh, kann man mal machen, ne? Jetzt geraten wir wieder unter Druck, so kennen wir es. Schön. Sanchez. Den mache ich per Lupfer. Oh! Mann, ey! Das lange Eck. Mach den aufs. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen, war dumm. Ja, ach komm, was ist das? Wollen doch die Mach mal Zuschauer kurz, sehen. spiel mal kurz, spiel mal kurz. Sorry. Aber waren noch dran. Jetzt können wir kurz. Ja, wenn. Ich komme immer darauf an, wie die stehen. Muss ich erst entgegenlaufen? Ja, musst du erst entgegenlaufen. Ja, jetzt kommt er kurz. Flank. Oh Gott. Diaz von Mainz. Ja, da hatte ich halt schon Schießen gedrückt. Ich dachte, der kommt als Flanke. Ah, da, ey, das war so mies, die Aktion da. Einmal gehalten, zweimal gehalten. Schön.
Cousinho, du, macht er das sensationell und dann bleibt der Ball da an der Haarspitze von dem Dödel da hängen. Und nun Arturo Vidal. Macht er jetzt? Oh, sag mal, wie läuft das zur Hochform auf? Heute in Form mit der Crisinius. Schöne Flanke, aber der Gegner Gut, wäre kommt zu natürlich Fall. auch, wenn er nicht angekommen wäre, wäre der ultimative. Oh, nee. Niemals. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, da schützen sie ihn rein, ne? Und jetzt wird's nochmal Ah, reingeschossen. wie Jetzt immer. ei, ei. Das ist echt traurig. Und jetzt Ja, wird's nochmal da sind wir beide halt blöd reingeschossen. draufgegangen. Und da wären nur drei Verteidiger insgesamt haben, war das halt War nicht mehr viel übrig am Ende. relativ einfach für die Gegner dann. Er ist ja einfach nur gelaufen. Hätte er gar nichts gemacht. Ah! Wollte ich doch gar nicht. Schön. Ich glaube, wir machen das noch gesehen. Oder? Ah, Pässe, ey. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, Scheiße. Da hast du den Moment zum Abspielen und ein paar Sekunden verpasst. Aber hier die Interceptions, die haben wir drauf. Alter. Da kann man mal auch eine Karte zücken. Jetzt wäre es natürlich ultimativ, wenn wir jetzt mit einem Freistoßtor durch Alexis Sanchez in der 85. Minute noch. Ach, der Gott. Klar. Ich Guck mal, glaube, jetzt stellen sie ja, sich ich schon spiel hin, kurz, ey. ich spiel kurz, ich spiel kurz. Ja! Ja, da ist das Ding! Das fehlt, da ist ein Der Mattes hat getroffen! Überragende, überragende Sache. Ah, oh, der war natürlich jetzt Wesentlich viel. die fünf Bälle davor, ey. Ja. Der Mattes. Jetzt, Umhauen, umhauen, umhauen. Jawohl. ist noch nicht mal faul. Schön. Ah, oh, schade, abseits. Mann, das war doch mal Fußball. Das sah mal nach was aus, ja. Selten, selten gesehen hier bei uns. Was ist das für ein Montag hier? So kann die Woche starten. Ja. Nein. Ah ja, da. Komm. Ach nee. Komm so ran, nee. Scheiße. Ui. Scheiß, raus, raus. Ah, hier, da können wir nochmal. Vargas, der hat genug Tempo, oder? Guck. Ey. Da wollte er den Elber. Ich wollte rüberspielen. Ich habe gedacht, du kommst irgendwie in Position. Hier hinten rum, Wollte oder? halt verzögern, aber hat nicht geklappt. Boah, ja, Kung-Fu-Kid hier, Alter. Niemals. So kannst du nicht in den Ball gehen. Das muss der Schiedsrichter pfeifen, Mann. Ey, das ist doch achtmal faul. Hier, weg damit. Jawohl! Das Jetzt Ding. Feier! Ja, vier, du, mit viele. Da geht ja alles. Ah, du Dreierkette. Oh! Und ich würde sagen, nicht unverdient, ey. Das war mal ein guter Vorschlag, von wem auch immer der kam. Ich hab den zweimal gesehen, ja, irgendwo da. Die Leute haben Ahnung. Ja. Der Mattes. Guck's dir an, du. Der Oscar. Da war da noch schwierig, da waren wir noch nicht ganz im Modus drin, aber danach lief's. Weltklasse. Weltklasse. Vor allen Dingen also diese Freischussvariante haben wir wochenlang im Training geprobt. Ja, War jeden genau Abend so. nicht. Haben wir wochenlang den Jungs eingetrichtert und dann hat es sich ausgezahlt. Das war besser als die Müller-Kroos-Kombo bei der WM mit über den Ball stolpern und so. Vergessen. Also, wenn ihr mal Freistoß-Tutorials haben wollt, Genau. fragt uns einfach, boah, hier, ey, guck mal, wie das geht, ey. Casino lädt da demnächst noch in einer gesonderten Serie was hoch. Freistoß-Tutorials bei Casino Ah ja, ne, wettet lieber nicht drauf. 87. Nicht vor FIFA 2347. Ja, das schaffst du. Da hast du dann schon andere Varianten. Da können die Bälle dann schon von sich aus irgendwie, die sind dann schon GPS gesteuert und Ach so, ja.
Da musst du dann nur noch die richtigen Daten in den Ball eingeben. Ist auch besser, als wenn ich versuche, da was. Aber ja, es hat ja so funktioniert. Aber die Pässe heute kamen auch relativ gut, muss man sagen. Hier. Ich hab mich zusammengerissen nach dem Hinweis mit dem schnelle Abspielen. Und du warst ja heute auch sensationell unterwegs, vor allen Dingen auch in der Verteidigung. Ja, das stimmt. Als Also, hättest du nichts anderes gemacht die letzten Tage. das ist richtig. Aber ja, unsere Gesamtbilanz ist immer noch eher suboptimal. 5 Siege gegen 6 Niederlagen. Immer nur hopp oder top, aber immerhin, das erste Spiel haben wir schon mal erfolgreich bestritten. Jetzt sind es zum Klassenerhalt nur noch 5 Punkte. Ja. Da können wir drauf aufbauen und ja, wie gesagt, hier nochmal die Statistik, ganz klarer Fakt. Da Und waren. wieder Vorschläge fürs nächste Team. Ja, bitte, bitte, genau. Also, es kann zwar immer sein, dass das ziemlich Jahre zeitversetzt erscheint, ja, also, aber wir gucken doch, dass wir allen auch gerecht werden können und ja. Ich Genau. hoffe, ihr habt weiterhin auch Spaß an dieser Serie, so wie wir. Auch wenn wir uns teilweise echt wie die Deppen anstellen. Aber ja, das ist ja auch der Reiz des Ganzen. So hier, wir wollen nicht spielen, wir wollen abbrechen. Und ja, schauen wir mal, was es dann Neues an Transfer-News gibt in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, ich bin raus und der Mo kann noch das Schlusswort ergreifen. Ja, Liga 4 Titel incoming. Mehr kann man nicht sagen. Hau da rein. Bis dann. Oh, das hat doch mal gerockt.